Wenn du in einem dir unbekannten Gelände unterwegs bist, dann gibt es heutzutage ganz unterschiedliche Möglichkeiten und Technologien, dass du dich zurechtfindest, dass du dich nicht verläufst. Auf der einen Seite gibt es Karte und Kompass, auf der anderen Seite gibt es den Sonnenstand und natürlich die moderne Technologie des GPS. Das bedeutet, wenn du dich heutzutage verläufst, dann hast du einen großen Teil selbst schuld, weil du die vorhandenen Ressourcen nicht genutzt hast. Und genauso ist es auch in der Wirtschaft. Egal, ob du also im Vertrieb, Marketing oder in der Geschäftsführung tätig bist oder selbstständig bist, es gibt klare, berechenbare Prinzipien, die dir den Weg weisen können, wie du herausfindest, ob du immer noch Kurs Richtung Ziel bist, also auf dem richtigen Weg. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich habe nicht selbst nur über 20 Unternehmen gegründet, sondern auch viele hundert, inzwischen sogar viele tausend Menschen dabei begleitet, sich auch selbstständig zu machen, auch im Vertrieb erfolgreich zu werden als Angestellter. Und daher weiß ich und kenne ich diese Prinzipien aus eigener Erfahrung. Und das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte, solange du dieses Prinzip nicht kennst, nicht verstanden hast und vor allen Dingen nicht angewendet hast, also selbst überprüft hast, ob das auch bei dir funktioniert, so lange wird Erfolg in der Wirtschaft für dich ein Ratespiel sein, ein Glücksspiel. Wenn du das aber umgesetzt hast, wenn du es angewendet hast, dann wirst du im Inneren eine Sicherheit führen, dass du selbst in der Lage bist, dich zu führen, zu navigieren und Kurs Richtung Ziel zu halten. Was bedeutet nun die Erfolgsformel? Schauen wir uns zunächst einen Würfel an. Dieser Würfel hat üblicherweise 6 verschiedene Seiten und die sollten alle gleich lang und gleich schwer sein. Wenn das der Fall ist und du würfelst 100 Mal mit diesem Würfel, dann werden die Ergebnisse in einer gewissen Quote zueinander stattfinden. Wenn du also häufig genug würfelst, also wir sprechen von 100, 500 oder 1000 Mal, dann wirst du ungefähr 16,6% mal die 1, die 2, die 3, die 4, die 5 und 6 haben. Das bedeutet, nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit wird alles in einem ungefähr gleichen Verhältnis stattfinden. Wenn du allerdings 500 Mal bei 1000 Würfeln die 6 hast, also 50% die 6 gewürfelt hast, dann kannst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass dieser Würfel gezinkt ist. Das heißt, an der 1 wurde ein kleines Gewicht angebracht und so ist die 6 in der Wahrscheinlichkeit häufiger mal oben als normalerweise mit einem nicht gezinkten Würfel. Was können wir daraus lernen aus diesem Gesetz der großen Zahl? Nun, es ist unwahrscheinlich, wenn du einmal würfelst, dass du gleich die 6 würfelst. Genauso unwahrscheinlich ist es, dass du dich bei einem Arbeitgeber bewirbst und du wirst gleich angenommen. Genauso unwahrscheinlich ist es aber auch, dass du nur eine Geschäftsidee hast, damit an den Markt gehst und es wird gleich erfolgreich. Das zweite wichtige Prinzip, was noch wichtiger ist, sagt Folgendes aus. Wenn du etwas häufig genug tust, also immer häufiger zum Beispiel würfelst, dann wird es immer wahrscheinlicher, dass du deine 6 würfelst. Wenn du beispielsweise dich bei immer mehr Firmen bewirbst, wird es immer wahrscheinlicher, dass du einen Arbeitsplatz bekommst. Wenn du mit immer neueren Geschäftsideen an den Markt herantrittst und dabei lernst und besser wirst, dann wird es auch immer wahrscheinlicher, dass du deine 6 würfelst, dass du ein erfolgreiches Unternehmen gestartet haben wirst. Und das dritte und vielleicht wichtigste Prinzip, abgeleitet von dem Gesetz der großen Zahl, ist das Prinzip und die Erkenntnis, dass alles eine gewisse Quote hat. Wenn du also beispielsweise 6-mal würfelst, dann ist es zu 50% wahrscheinlich, dass du eine gerade Zahl oder eine ungerade Zahl hast. Das heißt, alles geschieht in einer gewissen Quote. Wenn du also einmal würfelst, haben wir schon festgestellt, ist es unwahrscheinlich, dass du gleich eine 6 würfelst. Würfelst du aber 10-mal, wird es wahrscheinlich. Und würfelst du sogar 1000-mal, dann ist es so gut wie sicher. Also man sagt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirst du in einem Verhältnis von 16,6% mal eine 6 dabei würfeln. Und das sind ungefähr 166 mal die 6. Wie kannst du das nun in dein wirtschaftliches, berufliches oder einfach das gesamte Leben übertragen? Das ist relativ simpel. Denn wenn du ein bestimmtes Ergebnis erreichen willst, dann weißt du ab heute, dass es unwahrscheinlich ist, dass du mit einem Versuch das schaffen wirst. Das Zweite ist aber, jeder Unternehmer, jeder Vertriebler, jeder Marketer weiß ganz genau, dass er eine gewisse Quote braucht, eine gewisse Anzahl von Versuchen, einen gewissen Traffic, ein bestimmtes Schlagzahl, um ein spezifisches Ergebnis zu erreichen. Und der Betriebswirtschaftler dahinter, der wird natürlich ausrechnen, ob die benötigten Anzahl von Versuche auch betriebswirtschaftlich Sinn machen, also kostendeckend sind und sogar Gewinne erwirtschaften.
Und das werde ich dir aus einem eigenen Beispiel aus der Praxis heraus veranschaulichen. Als ich damals im Vertrieb begonnen habe, mit 60 Menschen zu sprechen, dann habe ich nicht von allen 60 auch die Erlaubnis dazu bekommen und sogar die Kontaktdaten, sondern vielleicht nur die Hälfte. Nun hatte ich meine 30 Kontakte mit den Erlaubnissen, in Kontakt treten zu dürfen, und das habe ich auch getan. Aber ich habe längst nicht mit allen 30 auch einen Termin bekommen, sondern letztendlich waren es nur ca. 10. Und dann habe ich mit allen 10 Personen ein Telefongespräch, ein Vorgespräch geführt, aber nur ein Drittel davon wiederum war auch bereit, sich die gesamte Präsentation anzuschauen und sich darüber Gedanken zu machen, über das Produkt zu kaufen oder mit mir eine Geschäftspartnerschaft aufzubauen. Und von den dreien, die dann meine Geschäftspräsentation angeschaut haben, hat sich nur einer entschieden, Produktpartner oder Geschäftspartner zu werden. Glücklicherweise hat mein Coach mir damals zu Beginn meiner Existenzgründung empfohlen, alles aufzuschreiben, also für jede Aktivität einen Strich zu machen. Das hat mir es ermöglicht, am Ende des Monats die Striche zusammenzuzählen, zu summieren und dann zwischen diesen Aktivitäten und Ergebniskennzahlen Quoten abzuleiten. Und wenn ich von 60 Ansprachen 30 Leads bekomme, wo ich die Erlaubnis habe, in Verbindung zu treten, dann ist die Quote von 60 zu 30 2 zu 1. Und wenn ich aus 30 Leads heraus dann letztendlich 10 Telefonate generiere, dann ist die Quote 3 zu 1, weil nur ein Drittel sich auch entschlossen haben, mit mir telefonieren zu wollen. Auch bei den Telefonaten, wo ich die entsprechenden Gespräche geführt habe, war wiederum nur ein Drittel bereit, sich auch mit mir zusammenzusetzen, das heißt die gesamte Präsentation anzuhören. Also auch hier war die Quote 3 zu 1. Und von denen, die Interesse gezeigt haben, hat wiederum nur ein Drittel gesagt, ja, sie machen tatsächlich diesen Deal, dieses Geschäft mit mir und haben unterschrieben. Also auch hier haben wir die Quote von 3 zu 1. Aber diese Quote gibt es nicht nur im Direktvertrieb, die gibt es auch im Online-Marketing. Wenn also 60 User als Traffic dann auf deine Webseite kommen, aber nur die Hälfte konvertiert, trägt sich in seinem Kontaktfeld ein. Und nur von den 30, die sich in deinem Kontaktfeld eintreten, machen 10 eine Anfrage, konvertieren also mit einem Freebie und wollen mehr Informationen haben. Und du machst vielleicht 3 ein Angebot und nur einer schließt ab. Das gleiche gilt natürlich auch für dein Ladengeschäft. Wenn da also pro Stunde 60 Personen vorbeilaufen, dann werfen vielleicht die Hälfte einen Blick hinein in dein Ladengeschäft. Und von denen kommt vielleicht jeder Dritte wieder in dein Laden, aber nicht jeder, der in dein Ladengeschäft kommt, der kauft auch, sondern jeder Dritte lässt sich vielleicht von dir beraten und davon wieder ein Drittel, der kauft tatsächlich. Das heißt, wenn du die Logik ganz bis zum Ende durchschaut hast und für dich plausibel gemacht hast und auch selbst überprüft hast, wirst du wissen, dass theoretisch alles möglich ist. Du kannst alle Ergebnisse erzielen. Die Frage ist nur, mit welchem Ressourceneinsatz, mit welchen Quoten. Das bedeutet also, bevor du deine Selbstständigkeit vollends an den Markt bringst und viel Geld in den Markteintritt investierst oder ein neues Vorhaben startest, überprüfe zunächst einmal die Quoten von deinem Projekt. Denn dass du irgendwas verkaufen wirst, dass irgendjemand dir etwas abnimmt, das ist sehr wahrscheinlich. Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis zueinander. Das heißt, wie viel Aktivitäten, wie viel Schlagzahlen an Maßnahmen, wie viel Geld gilt es zu investieren, damit hinten ein Order, ein Auftrag, ein Umsatz zustande kommt. Das bedeutet, wie in diesem Beispiel, wenn der Umsatz hinten mit 1000 Euro beziffert werden kann, bedeutet, dass jeder User, der vorne zunächst auf deine Seite kommt, dir ungefähr einen Wert von 16 Euro im Schnitt bringt. Wenn du aber genau für diesen einen User 20 Euro bezahlen musst, dann machst du 16 mal 4 Euro minus. Das sind 240 Euro. Das heißt, du hast 1000 Euro Umsatz, musst aber 1240 Euro am Budget aufbringen, damit dieser Ordner generiert wird. Und zwar vor den Gemeinkosten und vor anderen laufenden Kosten. Das bedeutet also, in der Wirtschaft ist genauso wie in der Natur das Magnetnetz gespannt ist, auch für dich das Gesetz der großen Zahl gespannt, anhand dessen du dich orientieren kannst. Die Gänse und die Wale orientieren sich an diesem Magnetnetz. Und jeder Online-Marketer, jeder Unternehmer, jeder Vertriebsmitarbeiter kennt auch seine Zahlen oder sollte diese Zahlen kennen. Denn nur anhand dieser Zahlen gewinnst du Sicherheit und weißt du auch, ob du rentabel unterwegs sein wirst. Wenn du also für deine Unternehmung, für dein Projekt die entsprechenden Kennzahlen ermitteln willst und vielleicht auch entsprechenden Messsysteme installieren willst, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wenn du aber auf der anderen Seite deine Zahlen auch kennst und du willst diese Quoten verbessern, denn das kann man durch Coaching, durch Projektmaßnahmen, durch Trainingsmaßnahmen auch optimieren, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch.
Und gerne helfen wir dir auch weiter nach einem kostenfreien Erstgespräch. Wir haben nicht nur Coaches, Unternehmensberater, Steuerberater und Rechtsanwälte in unserem Team, sondern auch Online- und Performance-Marketer. Die können dich dabei begleiten, deine Prozesse zu definieren und zu optimieren. Also wenn dir das Video gefallen hat, dann like es gerne mit Daumen hoch und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir veröffentlichen jede Woche neuen Content. Gerne darfst du uns weiterempfehlen und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Berechnung deines Erfolgs und vor allen Dingen bei der rentablen Berechnung deines Erfolgs, auf das du ihn umsetzt. Dein Daniel Schäfer.